R ist an sich für uns weder gut noch schlecht. R ist einfach für uns einmal eine Abweichung von einer Erwartungshaltung. Und jetzt ist dann die Fragestellung, wenn es jetzt eine Abweichung ist, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt, eine Abweichung als solche kennen zu können? Wir haben hier vier Kategorien entwickelt. Die erste Kategorie hat das Thema Irritation. Irritation deshalb, weil es oft irgendwie darum geht, dass man halt in dem ersten Moment, wenn man sozusagen vor einem Error steht, nicht weiß, wie man sozusagen diesen Error jetzt einschätzen soll. Die zweite Kategorie ist die Frage zum Kontrolle. Die dritte Kategorie ist die Frage auch zu Ordnungen. Also um einen Error zu erkennen, braucht es auch gewisse Ordnungsprinzipien, auch gewisse Normen. Und die vierte Kategorie ist dann noch Wert, Value. Um zu sagen können, ob es guter oder schlechter Error ist, ist ganz wichtig zu wissen oder zu verstehen, halt einfach, welchen Wert ist damit in Verbindung und auch für wen natürlich.